Ja, Max, heute haben wir uns hier mal zum Interviewtermin getroffen für unseren YouTube-Channel, für den SV Askania Köpenick. Du als unser erster Vorsitzender, gerade zur Problematik Kunstrasenplatz, würden wir gerne mal ein paar Worte dazu von dir hören. In erster Linie, oder meine erste Frage ist, wie siehst du die sportliche Entwicklung durch den aktuellen Stand unseres gesperrten Kunstrasenplatzes gefährdet? Die sportliche Entwicklung, die ist definitiv gefährdet. Nicht nur die sportliche Entwicklung, die gesamte Vereinsentwicklung. Es ist so, wir haben nicht ohne Grund im letzten Jahr, im letzten Halbjahr fusioniert, FC Karlsruhe Ost und die Sportgemeinschaft Oberspree, um hier mit Askania Köpenick letztendlich was zu entwickeln. Sind auf einem guten Weg, mittlerweile 15 Anmeldungen für Trainerlehrgang, Grundlehrgang, die C-Lizenz machen wollen. Also wir entwickeln uns wirklich schnell im Zulauf im Jugendbereich. Der Herrenbereich wurde neu umstrukturiert, zwei unheimlich aktive Trainer, die jetzt dort ein Konzept reingebracht haben, die Jungs richtig mitziehen. Das ist alles schön und dann kam der ganz was Faustschlag nennt, dass der Kunstrasenplatz gesperrt wurde. Es sieht so aus, dass wir also, solange das Tageslicht es noch zulässt, natürlich hier im Fee jetzt auf unserem Rasenplatz trainieren können, aber da dort ja kein Flutlicht vorhanden ist, werden wir umziehen müssen mit vielen Mannschaften. Und ob da die Trainer alle mitziehen können, ob die Kinder mitziehen können, ob die Eltern mitziehen können, genauso natürlich auch, ob der Herrenbereich so mitziehen kann, das ist absolut fragwürdig und tendenziell sowieso nur als negativ zu betrachten, wenn wir das machen müssen. Hast du dann schon explizites Feedback auch von den Eltern, von den Betreuern, von den Trainern und auch von den Herrenmannschaften dazu bekommen? Also Feedback grundsätzlich zu der Situation natürlich, klar, zum Umzug an sich. Veränderung mag niemand, ja, das ist auch ganz klar. Logistisch ist es so, dass es tatsächlich Trainer gibt, die sich zeitlich ihr Ehrenamt, ihre Freizeit so eingeteilt haben, dass sie direkt von der Arbeit mit der Fahrtstrecke ins Fehls das alles logistisch irgendwie klären können, aber halt ins Fehls und nicht nach Allershof, nicht nach Grünau oder nach Treptow. Ja? Das heißt, da ist eigentlich schon bekannt, dass wenn wir dort keine akkuraten Lösungen finden, und da sind wir abhängig von den Sportämtern, von Lichtenberg sowie von Köpenick, also in erster Linie von Köpenick, Lichtenberg, tut uns eher was Gutes, indem sie auch sagen, okay, wir haben auch noch Plätze. Dialog führen ist das eine, zu klären, wir müssen enger zusammenrücken mit allen, wir müssen das hinkriegen, das andere ist halt, ob es wirklich in der Realität umsetzbar ist. Und das ist wirklich fraglich. Also siehst du auch ganz klar eine Gefährdung des Spielbetriebes SV Askania Köpenick von der Jugend bis in den Herrenbereich? Absolut, so ist es. Absolut, so ist es, ja. Von der Jugend, vom Jugendbereich im Herrenbereich über. Das ist halt einfach logistisch ein ganz hoher Aufwand, das alles hinzukriegen. Das ist dort keine Normalität des Alltags. Es ist nicht das gewohnte Umfeld. Daher ist es mehr als gefährdet, ganz klar. Inwiefern oder wie beurteilst du die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sportamt hier? Die Zusammenarbeit mit dem Sportamt. Also es ist so, grundsätzlich auch, ich gehe eigentlich immer, also andersrum, wir haben hier ein Problem im Kunstrasenplatz. Dafür kann ja erstmal keiner was. Askania macht nicht kaputt, das Sportamt macht nicht kaputt, das ist faktisch Materialfehler. Das heißt also, man sitzt jetzt mit Parteien zusammen und probiert ein Problem zu lösen. So. Dann geht man davon aus, dass also A, erstmal alle Parteien ehrlich, loyal mit diesem Thema umgehen und sagen, okay, wir sind auch alle an der Lösung interessiert. Jetzt kann man natürlich in der Behörde immer viel vorwerfen, wenn man sagt, man hätte es vielleicht anders machen können, das geht eben so, das geht auch im ganzen Leben so. Dass dort einfach die Uhren ein bisschen langsamer ticken, das ist nichts Neues, das ist bekannt. Ärgerlich in der Tat aktuell ist, dass die Informationspolitik des Sportamtes sehr fahrlässig ist. Ja, wir kriegen also nicht die notwendigen Informationen, um unsere Mitglieder mit tatsächlichen Fakten letztendlich zu informieren und auch zu sagen, okay, das ist der Verlauf, es gibt, also uns wurde kein Terminplan genannt, also wie wird das Problem angegangen, wann wird es gelöst, wie kann es gelöst werden, wo ist auch das Problem, also im Sinne von, warum geht es vielleicht erst nach 8 Monaten. Ich meine, wenn man das weiß, kann man mit Sachen umgehen, aber da ist der Informationsstand einfach der Situation unverändert. Das ist natürlich für so einen Verein, der aktiv 150 Sportler und in der Summe 500 Mitglieder mit Freizeit etc. betreuen muss, ist das keine ausreichende Information. Ja, so kann ich wieder nur mit Hören und Sagen, mit irgendwelchen Leuten mich unterhalten und natürlich auch nur auf Grundlage dessen planen. Und das kann keine Planungsgrundlage sein. Nicht für Askania, für niemanden. Ja, das funktioniert nicht. Also daher ist die aktuelle Zusammenarbeit
Nicht zufriedenstellend. Was geht konkret in dir vor? Was konkret in mir vorgeht? Ganz ehrlich, ganz unverblümt, wie fühlst du dich bei der ganzen Sache? Ja, man fühlt sich mies, weil man sieht hier die Gefahr so groß, dass die Arbeit, die die Trainer, Betreuer investieren in ihrer Freizeit, die Arbeit, die man selbst investiert, die Arbeit, die die anderen Vorstandsmitglieder investieren, einfach von Knall auf Fall nichts mehr wert sein kann. Alles klar, vielen Dank. Shoreline at the sunset, watching sea birds.